Locked and loaded, willkommen zurück, liebe Freunde, bei Let's Play DayZ. In der letzten Folge gab es ja ein schlechtes Ende für uns. Ich bin am Verbluten, irgendwo in, ich weiß gar nicht mehr wo, Berezino oder sowas. Hallo? Ich kann nicht nehmen. Doch, kann ich. Ich muss irgendwie gucken, dass ich mich... Scheiße, kann ich nicht zerreißen. Dass ich mich irgendwie verbinde. Da mich die Zombies ja doch noch gut geholt haben. Und ich komme hier nicht runter. Jetzt los. Doch, da. So. Ja, schön den Kopf gucken. Ja, ich muss ganz schnell... ich muss mich ganz schnell verbinden. Ich bin auf dem Dach von einem Krankenhaus. An sich ja schon mal nicht schlecht. Wenn man denn hier was finden würde. Es ist dunkel geworden hier auf dem Server. Ich habe einen neuen Server genommen. Aus welchem Grund, weiß ich nicht. Ich habe einfach mal einen neuen nehmen wollen. Aber das ist jetzt echt scheiße. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt ganz schnell was finden. Es kann sein, dass wir jetzt natürlich drauf gehen hier ganz schnell. Aber was ist das denn? Ha! Ha! Ne! Wie geil ist das denn? Ah ne, das ist ein Dryback, was? Okay, ja doch, das hilft aber, ne? Hilft das? Ja! Oh Leute! Krass, es hat geholfen. Da hätte ich ja echt nicht mit gerechnet. Ich habe gedacht, jetzt ist alles vorbei. So, dann machen wir jetzt nochmal... konfigurieren. Video. Schließen. 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 Und ganz ehrlich, ich möchte eigentlich gar nicht weitergehen. Alter, ich muss jetzt hier noch mal rumgucken. Das war ja jetzt... Ey, mehr Glück als Verstand überhaupt. Ey, krass. Ich hab Tränen in den Augen. Ich bin so froh, dass es weitergehen kann hier. So. Dann kann ich ja erzählen, was ich erzählen wollte eigentlich. Das Update 0.6 wurde angekündigt. Wann es kommt... Ja, leck mich am Arsch. Hier sind die Zombies aber ganz schön anders drauf. Wann es kommt, steht wohl noch nicht so genau fest. Aber was damit kommt, steht wohl fest. Und zwar... Ja, leck mich am Arsch. Was kommt, ist eine Zoneneinteilung an Loot. Oh oh. Ihr braucht hier nicht reinkommen. Alter. Ich traue mich ja echt kaum noch einen Schritt zu gehen. Und da werden die Zonen jetzt so eingeteilt, dass du in bestimmten Zonen noch bestimmtes Loot findest. Und ja, wann genau das Ganze kommt, weiß ich nicht. Dazu soll ja auch noch in 0.6, wie heißt denn das? Hier, Dings kommen. Was habe ich jetzt mitgenommen? Das, Na, ne, ihr wisst schon. Oh, ich traue mich hier nicht raus. Soll ja das Grafik-Update kommen, genau, dieses, dieser Performance-Patch auf DirectX 11. Das wäre auf jeden Fall auch sehr cool. So, und wir rennen jetzt hier raus. Ich renne jetzt hier einfach mal weg. Das war wahrscheinlich die falsche Richtung. Ah, es ist endlich mal dunkel hier in DayZ. Das hat uns aber keiner bemerkt, so wie es aussieht. Keiner der Zombies, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. So. Ich werde jetzt gleich nochmal zur Polizeistation laufen. Aber dazu wollte ich eigentlich gerne warten, bis mal wieder Tag ist hier. Ah, das ist echt scheiße. Ah, Mann, egal. Ich weiß ja ungefähr, wo sie ist. Ja, hier vorne halt, ne? Ein Helm auf dem Auto, auch nicht schlecht.
Aber ich will mich jetzt hier nicht zu lange aufhalten. Ich will einfach nur in diese scheiß Polizeistation rein. Fuck. Scheiße. Bleib bloß weg. Alter. Oh. Kacke. Ja, die ist zu. Alter. Hey Leute. Es muss nicht sein. Ehrlich nicht. Warte mal, eine Waffe. Eine MP5. Haben will. Moment, habe ich nicht schon eine? Nee, habe ich nicht. Aber ich habe... Ich habe Glockmuni. Aber ich habe doch eine Glock. Warum habe ich die nicht wieder aufgefüllt? Weil es nicht ging. Oh, ich habe noch Muni in der Glock? Ernsthaft? Oh, fuck. Dann hätte die komplett letzte Folge ja irgendwie nicht sein müssen, ne? So, mal gucken, wie war jetzt hier... Verschieben wir ein bisschen was. Ich habe immer noch diese Flashbang. Die andere. Cool. Damit hat ja die letzte Folge gestartet. Alter. Krieg ich das immer noch nicht. Nee, das will ich ungern wegschmeißen. Wir können natürlich mal... Wir sind energized. Das ist natürlich eigentlich ganz cool. Komm, das schmeißen wir mal weg. Kann man das da hochpacken und das auch? Kann ich sie dann mitnehmen? Immer noch nicht. Na komm, dann essen wir jetzt halt mal ein bisschen was. Nein, ach, du sollst doch alles essen. Mein Gott, was ist denn hier los? Ja, I dropped some, das ist nicht so schlimm. Eat all, genau. Das hört sich ja schon viel besser an. Dann schmeiße ich... Dann schmeiße ich den mal raus und den Kompass raus. Machen wir das so. Du kommst da hoch. Jetzt müsste ich es ja eigentlich mitnehmen können, ne? Genau, nimm natürlich einen vollen Platz ein. Ich hoffe natürlich jetzt auch, wir finden dafür was. Aber ist im Dunkeln echt nicht so einfach. Eine Flash wäre ganz geil oder irgendwie überhaupt was. Ja, nochmal eine MP5K. Eine Taschenlampe wäre jetzt auch richtig geil. Eine Flare wäre geil, so. Flare oder Taschenlampe. Boah, diese Sounds hier, die belagern mich doch wieder aufs Übelste. Warte, was war das? Ah, eine Rauchgranate. Nee, die brauche ich ehrlich gesagt nicht. Oh, das ist das auf dem Tisch hier. Nein, die brauche ich nicht. Eine Munition für Glock. Kann ich nicht mitnehmen, scheiße. Erstmal die Flash hier. Stunbaiten, nein. Ist egal. Kann ja nicht alles mitnehmen eigentlich, ne? Oh. Ich hab so Schiss, dass jetzt in jedem Raum irgendwie ein Zombie ist oder so. Oder hinter jeder Tür ein Zombie stehen kann. Boah, das macht's im Dunkeln noch viel geiler eigentlich. Aber irgendwie auch... Naja, ne? Puh, ja. Wollen wir es mal kurz durchlesen, aber... Brauchen wir nicht, ganz ehrlich nicht. Ja, MP5 haben wir. Keine Muni dafür leider. Was haben wir denn? Oh, gut. Break Gemlight. Zack. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Licht hier drin. Ja, es geht nicht mehr so ganz gut durch die, durch den Boden. Schade. Hab wieder ein Stunbaiten, ne? Das ist nicht so das, was ich brauche. Mist. Wenn
mit dem Chemnitzer war natürlich sehr auffällig für andere Spieler auch. Aber ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass hier keiner ist. Und wenn, dass er mich in Ruhe lässt. Jetzt haben wir wieder eine MP5 gefunden, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe? Ja, natürlich. Ah, verdammt, ey. Das gibt's doch nicht. Hier muss doch irgendwo was sein. Irgendwo muss doch eine Muni sein oder eine AK-74 oder so ein Scheiß. Mann, bitte. CR-75, ja toll. Bringt mir aber nichts. Ja, hier ist ja auch nichts. Ja, toll. Hat sich nicht wirklich gelohnt hier oben. Beziehungsweise die komplette Police Station hat sich nicht gelohnt. Ey! Hallo? Er will nicht in die Hocke gehen. Ah, jetzt. Gut. Nee, das ist jetzt zu weit. Hä? So, geht doch. Dann waren hier wieder eine PM. Nee. Oder man da wieder eine PM natürlich. Ja. Ja, toll. Wenn man dafür Muni hätte, wäre es natürlich echt genial. Wenn das jetzt eine gute Waffe wäre. Oder es ist ja keine schlechte. Aber trotzdem. Ja, würde ich sagen, gehen wir wieder runter. Packen unsere Glock mal aus. Und dafür haben wir ja Muni. Okay. Ja, ganz toll. Scheiße, ich sehe nichts. Falsche Richtung. Definitiv die falsche Richtung. Das auch. Da steht auch einer. Fuck, 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 fuck. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Jetzt darf ich erstmal ein bisschen laufen. Fuck, pack doch die Waffe weg. Oh. Alter, ey. War gar nicht gut. Da können wir nicht rein. Na toll. Boah, hätte echt nicht sein müssen. Ey, Zombies müssen nicht sein momentan. Bin ich die Schnauze voll von. Nach der letzten Folge, ey. Wieso die Schnauze voll von den Viechern? Das glaubt ihr gar nicht. Steht da schon wieder einer? Ne, ist eine Laterne, gut. Dann ist ja gut. Alter Schwede, ey. So. Wo waren wir in Berezino waren wir jetzt, ne? Genau. Das müsste Berezino sein. Wir wollten ja unbedingt nach Svetlojask. Ich habe leider keine Ahnung, wo ich jetzt gerade lang muss dazu. Hier sieht man nochmal die Bestätigung, dass wir in Berezino waren. Ich denke mal, dass da vorne jetzt Wasser ist. Das heißt, wir müssten richtig sein, wenn wir das Wasser auf der rechten Seite haben. Und am Wasser gehen wir dann auch gleich lang. Ja, bloß nicht da lang. Ja, irgendwo da ist bestimmt Wasser. Problem ist, irgendwo hier könnten auch Zombies sein. Ich weiß es nicht. Ah, da vorne ist Wasser, ja. Gut. Oh ja, dann mal aufwärts, ne? Oder auf geht's nach Svetlojarsk. Da möchte ich unbedingt ankommen, irgendwann mal. Die Frage ist natürlich jetzt, wann genau werden wir da eintreffen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie weit das jetzt weg ist.
Komm vorher aber auch an keiner anderen Stadt vorbei, meine ich. Da ist nichts zwischen Berezino und Svetlojas. Da kommen wir höchstens noch zum am Schiff vorbei. Soweit ich weiß. Und das war's dann. Ja, da kommen wir auf jeden Fall am Schiff vorbei. Das müsste jetzt gleich auch schon so langsam auftauchen auf der rechten Seite im Wasser. Logischerweise im Wasser natürlich, ist ja klar. Da würde ich mich auch gerne hin. Problem ist nur, da würde ich gerne hin, wenn es mal ein bisschen heller wäre. Es muss da hinten gleich irgendwo auftauchen eigentlich. So, sie verlassen Berezino, das haben wir ja schon gesehen. Boah, es ist schon gruselig gewesen jetzt eben. Boah, ich hätte nicht erwartet, dass wir das jetzt so gut schaffen da. Alter Schwede, echt nicht. Haha. Alter, so viel Glück muss man erstmal haben, dass man da überhaupt diese scheiß Bandage finden kann. Und dann sich noch verbinden kann, ohne dass man angegriffen wird oder so. Dann in die Polizeistation und dann die Zombies. Oh. Und das alles bei Nacht. Wohl bemerkt, das dazu. Ich meine, wenn man bei Nacht spielt, dann macht es das Spiel um einiges nicht besser, aber es sieht, also es läuft, genau. Es läuft flüssiger, wollte ich damit sagen. Hier vorne müsste doch gleich irgendwo das Schiff sein. Da vorne ist es schon. Ich würde sagen, da können wir auch gleich mal hingehen. Wird jetzt so oder so keiner sein. Nicht nachts. Das wird mich sehr wundern. Wenn da nachts jemand ist. Man weiß echt nie. Das ist das Problem. Ja, es ist ein langer Weg. Es sieht so kurz aus, aber es ist so lang. Und wenn wir bei Svetlojask sind, sind wir dann auch mal beim Airstrip oben. Das können wir dann in der nächsten oder übernächsten Folge machen, je nachdem, wie lange wir uns in Svetlojask aufhalten und wann wir da ankommen. Boah, in dieser Folge werde ich jetzt noch das Schiff auf jeden Fall mir angucken. Oh shit. I feel damp. Ja, klar. Ich renne ja auch voll durchs Wasser. So doof wie ich bin. My body feels wet. Scheiße. Habe ich natürlich nicht dran gedacht, dass ich hätte. Ja. I'm soaked through. Fuck. Ah, I'm completely drenched. Nein. Fuck it. I'm slowly warming up. Das ist wieder gut. Ey, fuck. Habe ich nicht dran gedacht. Drenched, ja. Toll. Das heißt, quasi, ich bin eine wandelnde Badewanne. Ich muss jetzt mal. Das muss jetzt mal sein. Sorry, Leute. Wartet. Einmal die zwei. Jo. So. Tut mir leid, das musste sein. Ich muss jetzt echt mal Screenshots machen. Es hatte schon was. So. Also ein bisschen freue ich mich ja darüber, dass wir jetzt hier sind. Aber irgendwie traue ich mich auch nicht, irgendwo hinzugehen, weil ich echt nicht sehe, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen kann, weil ich hier nichts sehe. Oder nur sehr wenig sehe. Ich habe das Spiel natürlich nicht auf hell gestellt oder so, damit ich mehr sehen kann im Dunkeln. Das heißt, ich könnte hier sehr schnell runterfallen auch. Was haben wir denn da? Ah, eine Cappy. Das ist echt saugefährlich, was ich hier mache. Eigentlich sollte man das bestimmt nicht machen. Nicht im Dunkeln. Das ist nämlich mehr als hirnrissig und total doof. Achso, nee, das ist ja Schwachsinn. Oh ne, hier kann ich gar nicht reingehen, da sehe ich nichts.
Gar nicht, das bringt einfach nichts. Wow. Das wäre fast schief gegangen. Also ich kann auf jeden Fall hier draußen rumlaufen und so. Das ist gar kein Problem, aber richtig rein? Nee, das bringt mir gar nichts. Mann, da. Gar nichts. Auch gut. Nach oben können wir auf jeden Fall. Oh, sieht schon schön aus hier. Dann komm hoch da. Dann geht einfach mal nach ganz oben. Ich werde jetzt bestimmt nicht das ganze Schiff absuchen oder so. Oh, die nehmen wir aber mit. Ja, jetzt in der Hand genommen. Na, super. Machen wir das einfach mal so. Achso. Ja, warte. Okay. Ja, open bitte. Genau. Und alles essen. Ich habe meine Axt verloren, fällt mir gerade so auf. Scheiße, wo habe ich denn die Axt verloren? Ja, ist jetzt eigentlich auch egal. Verloren ist verloren. Achso, außer Hand muss ich die so reinziehen, ne? Genau. Drink all. Damit wir auch vielleicht hydrated werden irgendwann wieder. Müssen wir in Svetloyarsk mal gucken, ob wir die da auffüllen können. Ich denke mal, da ist ein Brunnen auf jeden Fall. Das ist ja eine relativ große Stadt, wenn nicht sogar zwei. So, wir sind wieder hydrated. Erstmal. Das ist an sich schon mal gut. So. Also hat sich das Schiff ja schon mal halbwegs gelohnt. Oh, ne. Wenn jetzt mal wieder Tag werden würde, wäre es richtig geil. Ah, hier fehlt offensichtlich die Leiter. Ah. Da war es doch eben. Nein, komm her. Jetzt haben wir es. So. Oh, schwer zu treffen, die Leitern hier. Ehrlich, ey. Boah. Und hier bloß aufpassen. Alter Finne. Wie kam ich überhaupt von hier? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Scheiße. Nee, von hier kam ich, ne? Genau. Ah, hier. Gut. Das ist echt jetzt... Boah, gefährlich. Oh, ich bin froh, wenn ich hier weg bin, ganz ehrlich jetzt. Ist irgendwie ein beklemmendes Gefühl. So nachts alleine auf dem Schiff. Und man sieht nichts. Das ist einfach das größte Problem. Nicht festhängen. Bloß nicht festhängen. So. Ja, jetzt sollten wir halt nur noch wieder wegkommen. Und wieder auf die Straße kommen irgendwie. So, hier hoch können wir ja gehen. So langsam es auch ist, aber wir können es. Irgendwie. Och komm. Jetzt nur die Straße wiederfinden. Ey, ich sehe echt kaum was, ne? Das ist richtig schlimm. Hier muss doch irgendwann mal die Straße wiederkommen. Ganz da hinten erst? Echt jetzt? Ja, da hinten ist die Straße. Ja, okay.
Von mir aus, Hauptsache wir kommen zur Straße. Ich weiß ja, wo ich lang muss. Na gut, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal ein kleines Folgenbäuschen und sehen uns dann übermorgen wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Daisy. Und ihr seid hoffentlich auch am Start. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich bin euer Teddy Garn. Haut rein, liebe Freunde. Ciao.